Ja, heute mal ein etwas anderes Video. Ich muss das Mikrofon in der Hand halten, weil ich nichts anhabe. Und zwar aus dem Grund, weil ich möchte signalisieren, beziehungsweise demonstrieren, beziehungsweise visualisieren für euch nochmal. Du kommst auf der Welt mit nichts und du gehst auch wieder von der Welt mit nichts. Und zwischen nichts und nichts sind Menschen verrückt genug zu glauben, dass sie irgendwas besitzen. Aber wir hatten einen Todesfall. Simon, unser Schneider, hat in engeren Familienkreisen Todesfall. Deshalb konnten wir unser Video nicht hochladen, wie es geplant war. Deshalb mache ich jetzt so ein Video. Und ja, mein Beileid auf jeden Fall, Simon. Ihr könnt euch gerne Kommentare schreiben, auch für Simon das Beileid. Und darum möchte ich, habe ich überlegt, halt, was würde ich tun, wenn es mein letzter Tag wäre, halt. Und da gibt es ein paar andere Sachen erstmal vorweg zu klären. Also im Grunde genommen ist es so, dass jeder Tag dein letzter Tag sein könnte, nur wir uns Menschen einfach daran gewöhnt haben, an diese Gegebenheit. Was sich aber damit einher noch mit eingeschlichen hat, naja, was kein Faszinosum ist bei uns Menschen, weil das ist nun mal so, wir sind es Gewohnheitstiere, dass wir es als selbstverständlich sehen, dass danach der Tag kommt und danach der Tag kommt. Und das größte Schwierigkeit von uns Menschen, das ist ein Thema Glücklichkeit, dass wir erst wissen, was wir hatten, wenn wir es verloren haben. Jetzt überleg doch mal, wie Glück einfach geschaffen werden kann. Wenn du jeden Tag wüsstest, was du hast, dann wärst du der glücklichste Mensch auf der Welt. Aber du wärst es letztendlich dann nur, wenn du es verlieren würdest, an einem Tag und am anderen Tag wieder zurückbekommen würdest. Und das immer wieder. Und selbst daran würdest du dich gewöhnen. Ihr versteht die Problematik. Du kannst gar nicht glücklich sein, weil du wirst dich an alles gewöhnen halt. Ja? Ob du jetzt, keine Ahnung, so ein Haus hast oder nur eine Zimmerwohnung, ja. Du wirst dich immer an die gewöhnen halt. Und egal wie groß die ist, es wird halt irgendwann immer normal sein. Das heißt, Dinge können dich überhaupt nicht glücklich machen. Und das ist eben das ganz, ganz große Problem, was wir uns einfach daran auch gewöhnen und selbstverständlich halten für das Leben. Und viele sagen immer so, okay, lebe deinen Tag wie deinen letzten und so. Das ist heute gar nicht mehr so einfach zu sagen, weil, naja, jeder geht arbeiten und danach muss man sich erholen und oftmals ist der Tag einfach immer dasselbe. Aber was ich sagen will, ist damit, mach es doch einfach in deinem Rahmen. Versuch doch einfach irgendwas Kleines jeden Tag zu machen, was du vielleicht an dem Vortag noch nicht gemacht hattest oder dann noch nicht gemacht hattest. Oder was ihn irgendwie besonders macht. Und das ist am einfachsten, indem du das mit Menschen teilst, weil Glück ist das Glück, ne? Glück ist das Einfachste. Und das Einzigste, was sich teilt, wenn man es verdoppelt. Nee, andersrum. Glück ist das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt. Sorry. Und ich finde, das ist eben so wichtig, dass man das so eben multiplizieren kann und diesen Multiplikator halt eben auch nutzt, da halt eben. Weil alleine kann man auch glücklich sein, auf jeden Fall. Man muss Dinge mit sich alleine erleben, um selbstwertbewusst und zu wissen, was man will und solche Sachen aufzubauen. Aber du kannst noch in dem schönsten Ort der Welt sein. Es ist einfach noch viel schöner, wenn du es mit jemandem teilen kannst und jemand und daran partizipieren kann und ihm das auch zeigen kannst, mit ihm das erleben kannst, ja. Von daher alles in seinem Rahmen halt eben machen. Und ich glaube, das wäre das Schlimmste, wenn wir wüssten, wann unser Todestag halt eben ist, und würden wir ja ganz anders handeln halt eben. Aber ich glaube, das ist so die Probe vom Leben, die wir gestellt bekommen. Es nicht zu wissen, aber trotzdem es zu schätzen. Und das ist eben das Tückische daran. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz große Probe vom Leben, dass wir die Gabe bekommen haben, damit zu leben mit diesem Gedanken, dass jeder Tag unser letzter sein kann, dass jetzt das Herz aufhören kann zu schlagen und du stirbst. Ja, das ist einerseits eine Gabe davon, dass du damit okay bist, dass du damit cool bist, dass du trotzdem leben kannst. Aber auch einerseits gefährlich, ja, es ist wie so der Garten Eden, ja, das ist echt wunderschön, aber das sind doch Äpfelbäume, von den Äpfeln, die du vielleicht nicht essen solltest. Und zwar dieses, dass du dich eben auch daran gewöhnen kannst und das Leben halt eben dann nicht mehr schätzt, ja. Das heißt, ich denke, das ist so den Spagat, den man schaffen sollte, halt in dem Sinne damit cool sein, aber es trotzdem jeden Tag schätzen, ja, weil nur das kann dich halt wirklich glücklich machen, halt, wenn du weißt, was du hast, halt, ne. Und Glück ist immer relativ, ja. Zum Beispiel, wenn jemand, keine Ahnung, Leben lang auf der Straße gewohnt hat, ja, und bekommt dann auf einmal eine Wohnung, ja, dann findet der Mensch ein bestimmtes Maß an Glück. So, wenn jetzt aber ein Scheich, sagen wir mal, keine Ahnung, was auch immer, irgendein Auto bekommt, was es nur einmal auf der Welt gibt oder sowas, dann empfinden die ungefähr für völlig unterschiedliche Dinge, aber genau das gleiche Gefühl.
Ja, völlig unabhängig von, es ist nicht an Dinge gebunden oder sonst, es ist immer ganz menschenspezifisch, weil wir empfinden alle das gleiche Glück, weil wir alle aus dem gleichen Fleisch und Blut sind. Aber die Triggerpunkte sind ganz woanders, wo man halt gerade steht im Leben. Von daher ist es eigentlich völlig unwichtig, wo du gerade stehst im Leben. Hauptsache, du empfindest genau das gleiche Maß an Glück, ja, was dir das eben bei dir triggert. Ja. Von daher an sind diese ganzen Güter und solche Sachen eigentlich völlig egal, weil es wird sozusagen noch immer schwieriger, wenn du immer mehr brauchst, um dich noch zu stimulieren, um das gleiche Glück noch zu empfinden. Verstehst du, was ich meine? Von daher ist das größte Glück, der ein Mensch haben kann, immer wieder auf Reset drücken zu können und immer wieder zu verstehen, was er gerade hat und wie viel Glück er gerade hat. Und man kann sich ja niemals an den anderen messen, sag ich mal, wenn du gerade deine Wohnung bekommen hast, guckst aber zum Nachbar rüber, der das voll das große Haus hat. Mach dein Glück doch nicht kaputt in der Sekunde. Eigentlich bist du doch sicherlich, wo du diese kleine Wohnung gerade bekommen hast, wo du obdachlos warst, viel glücklicher, als der schon 10, 15 Jahre in diesem Haus wohnt, als er das als selbstverständlich nimmt. Du bist doch gerade viel, viel glücklicher. Warum machst du das in dem Moment wieder kaputt damit? Verstehst du, was ich meine? Beweg dich in deinem Gehege, ja. Guck nicht nur so in gewissem Maße nach rechts und links. Klar, kannst du ein bisschen partizipieren, was die anderen machen, aber in deinem Rahmen immer, ja. Und in deinem Rahmen eben so gut es geht. Das wertzuschätzen, was du halt eben hast. Und von daher an, ich möchte nicht sagen, dass ein Tag, dann würde ich alles ganz besonders machen. Ich würde alles ganz, ganz, ganz toll machen. Nee, keine Ahnung. Ich würde es halt immer so machen wie jetzt, weil wenn du irgendwas machen willst, in dem Moment, und es ist unvernünftig. Ich habe vor kurzem auch irgendwas Unvernünftiges gemacht, eine Anschaffung, wo man sagen würde, muss das sein, bist du doof, was ich was, ja. Und ich habe mir einfach so gesagt, es macht mich aber jetzt in dem Moment einfach glücklich, ja. Und warum soll ich auf andere hören? Ich lebe doch mein Leben. Ich habe mein Leben geschenkt bekommen. Und nicht jemand anderes. Sonst wäre er in meinem Körper geboren. Versteht ihr? Nur du lebst dein Leben für dich alleine. Lass dir das von niemandem weiterleben. Und wenn das dich gerade glücklich macht oder dich das triggert, dann ist das ein Teil von dir, okay? Und dann ist das auch okay so. Und wenn ich das in diesem Moment glücklich mache, dann ist das auch cool. Weil wer weiß, was morgen ist. Oder ihr wisst, was ich meine, ja? Warum nicht jetzt glücklich sein, wenn du die Chance hast dazu? Denn alles, was du hast im Leben, ist immer nur dieser Moment jetzt. Nicht morgen und nicht in der Vergangenheit. Du hast nichts in der Vergangenheit, was dich irgendwie jetzt in diesem Moment, wie soll man sagen, leben lässt, ja? Oder in der Zukunft. Es ist immer nur jetzt dieser eine Moment, den du hast. Immer nur. Egal, wie du denkst oder sonst was, ja? 90% der Probleme oder noch mehr sind einfach nur fiktiv, ja? Aus Vergangenheit oder Zukunft, das nicht existiert. Alles, was du hast, ist immer nur jetzt dieser eine Moment. Und wenn du schaffst und kannst und die Möglichkeit jetzt gerade hast, glücklich zu sein, dann go for it. Und warte nicht. Danke für diese Wörter auf jeden Fall. An ja, eine höhere Kraft vielleicht, die das mit mir durch mich gesprochen hat, glaube ich. Und ich hoffe, ihr konntet viel partizipieren in diesem Video natürlich auch und denkt ein bisschen darüber nach, dass alles eben nicht selbstverständlich ist und ja, alles etwas Besonderes ist. Ja, nochmal beim Ballad an dich, Simon. Das Video ist auch für dich. Wir sehen uns beim nächsten Video. Dankeschön fürs Zusehen. Würde mich sehr freuen über einen Daumen nach oben, über ein Abo.